Es muss nicht, liebe Schwestern und Brüder, unbedingt ein Jubiläum sein, wie dieses Jahr, das des heiligen Martin gedenkt. Martin kommt eigentlich immer noch ganz gut an. Bis tief in unsere säkularisierte Gesellschaft hinein kann man Martin mit seiner Handlung noch vermitteln. Ein guter Mensch, der seinen Mantel teilt. Und wie zur Bestätigung hören wir dann dieses Evangelium im 25. Kapitel bei Matthäus. Und wir ziehen dann unsere Schlüsse, zumindest werden die dann so auch in der Öffentlichkeit gezogen, manchmal bis tief in die Kirche hinein. Ja, das ist ein wahrer Christ, der so handelt. Es stehen aber, wenn man genau hinschaut, Fragezeichen auf. Das erste: Martin war kein Christ, als er seinen Mantel geteilt hat. Er war auf dem Weg. So ein unentschlossener Kandidat, wie es auch heute viele gibt. Mal überlegt, vielleicht ein bisschen angezogen, aber schließlich muss er sein Brot verdienen, der Soldat. Und diese Stellung aufzugeben heißt, nichts mehr zu haben. Wovon soll so ein junger Mensch leben? Also das wird er sich viermal überlegen. Und er überlegt fünfmal. Er ist kein Christ, als er sich so verhält. Und dann das nächste Fragezeichen, das vielleicht noch bedeutender ist, steht im Evangelium auf. Auch das müssen wir immer genau lesen. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, wird er sich auf den Thron der Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen. Nicht die Christen, nicht die, die sein Leib sind, die zu ihm gehören, sondern alle Völker. Das heißt eigentlich im jüdischen Verständnis, und davon ist das Matthäusevangelium sehr durchdrungen, alle Goyim, alle Heiden, alle Ungetauften, die werden zusammengerufen und nach den Kriterien gerichtet, die hier im Evangelium aufgezählt sind. Also wir fragen ja manchmal, ja, kommen die denn nicht in den Himmel? Was ist denn mit denen, die nicht in die Kirche gegangen sind oder die sich nicht haben taufen lassen? Die werden nach diesen Kriterien gerichtet. Hungrige zu speisen, Dürstende zu tränken, Fremde und Obdachlose aufzunehmen, Nackte zu bekleiden, Kranke zu besuchen und die auch im Gefängnis nicht zu vergessen. Ja, und also wenn das für die Heiden gilt, was machen denn dann die Christen? Das finde ich eine gute Frage. Wenn das die Heiden schon alles erledigen, da bleibt ja für uns nichts mehr. Dann sind nur die anderen gut und wir sind sozusagen beschäftigungslos geworden in dieser Welt. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen heute in einer sehr großen Gefahr und wir vereinnahmen den heiligen Martinus, der im Himmel wahrscheinlich darüber den Kopf heftig schüttelt, dass wir Christsein auf das, was die Heiden tun, beschränken. Wir sagen das unseren Kindern. Ihr müsst teilen lernen. Also dazu muss man vielleicht eigentlich nicht getauft sein, um das zu lernen. Das ist eine menschliche Anstandsform, würde ich sagen. Das ist eine kulturelle Grundlage. Raffgeier haben wir schon genug. Und das sind nicht unbedingt die Kinder, sondern die kleinen Monster, die sich hinterher daraus entwickeln. Man muss nur die westlichen Gesellschaften anschauen, die genau daran gerade zerbrechen. Dass ein paar sehr viel raffen und die anderen hinten runterfallen. Das haben wir nicht in den Genen. Das, wonach Christus hier richtet, ist etwas sehr Menschliches und das ist noch nicht christlich. Es sollte uns beschämen, denn wir müssen sehen, wenn wir das zum christlichen Index erklären und wir hören, dass die Heiden danach gerichtet werden, was gelten denn dann für uns erst für Ansprüche und Maßstäbe? Andere. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist menschliche Grundlage. Das müsste für Christen so selbstverständlich sein, dass wir darüber gar nicht reden. Jesus sagt es am Beginn des Matthäusevangeliums: Wenn du solche Dinge tust, soll die Rechte nicht wissen, was deine Linke tut. Von wegen Marketingstrategie der Kirche. Tu Gutes und sprich darüber. Das ist Unsinn.
Das ist die Basis, das Normale. Und wenn wir dann wissen wollen, was das Christliche ist, dann müssen wir eben Martinus weiterverfolgen auf seinem Weg. Denn die Geschichte, die ja oft mit der Mantelteilung schon endet, und da meinen wir hätten den Vogel schon abgeschossen in unserer säkularisierten Gesellschaft, die erschließt sich ja erst, dass ein Unbekannter in der Nacht, angetan mit dem Mantel, ihm entgegentritt und erscheint. Er kennt ihn nicht. Natürlich, wie soll er auch? Er ist ja kein Christ. Er kennt Christus noch nicht. Der muss sich vorstellen. Er, der in der Herrlichkeit der Engel vor ihn tritt, mit dem halben Mantel angetan, den er dem Bettler geschenkt hat. Das ist eine direkte Predigt zu unserem Evangelium. Aber Martinus will diesen Christus kennenlernen. Und sein erster Schritt ist ein Schritt ins Mönchtum. Der weitere Schritt ist ein Schritt als Exorzist. Ich weiß, ach, das mögen wir heute gar nicht so. Das passt uns so gar nicht in den Kram. Da zieht sich einer von der Welt zurück, das ist schon mal ganz bäh. Und dann kämpft noch einer im Namen dieses Christus gegen die bösen Mächte und Einflüsse, das ist zweimal bäh. Das mögen wir heute nicht, weil wir das verleugnen. Aber das ist der Weg des Martinus. Das ist keine einfache Gestalt, die wir mal ebenso Kindern unter die Weste jubeln, damit sie bessere Menschen werden. Nein, das ist der erste Schritt, liebe Schwestern und Brüder. Es folgen weitere. Die weiteren Schritte heißen, dass wir bessere Christen werden. Und dazu gehört Distanz zu der Welt, weil sie nicht unsere Heimat ist. Das heißt Auseinandersetzung und Kampf gegen böse Mächte. Das heißt durchaus, alle im Blick zu haben im Sinn des Evangeliums. Martin ist der Erste, der dann als Bischof, der er nicht werden wollte, und der sich auch von seinen Bischofsmitbrüdern nichts ins Ohr pflanzen lässt, hier in Trier, wahrscheinlich feiern wir ihn deshalb nicht in unserem Bistum als Fest, sondern nur als Gedenktag, das ist eine späte Rache, wenn man so will, weil er in den Marsch geblasen hat in Trier. Er hat sich nicht beeinflussen lassen von dem, was man sozusagen am kaiserlichen Hof, damals war ja Trier wirklich noch bedeutend, was man am kaiserlichen Hof so von sich gab und wie man das politisch so korrekt macht. Nein, sie mochten ihn nicht. Das war eine grobe Gestalt, dieser Martinus. Aber er ist seinen Weg gegangen, in der Distanz zur Welt, im Kampf mit diesen bösen Mächten, auch als Bischof. Er hat sich eben nicht neben einer Kathedrale in einem feinen Schmucken, wie das damals schick wurde, nach der konstantinischen Wende, in einem schmucken Haus niedergelassen. Nein, er wohnte auf der Grenze zwischen Stadt und Land, in seinem Kloster, mit denen, die er um sich gesammelt hat. Man könnte auch sagen, nennen wir es Kloster am Rande der Stadt. Dort wohnt er, auf der Grenze. Und er ist der Erste, der das Christentum öffnet aus der Beschränkung auf die Stadt. Das haben wir ja manchmal heute noch als Städter, fühlt man sich natürlich gleich, weitet sich die Brust und dann kommt das flache Land. Und das flache Land hat damals niemand beachtet. Martinus ist der Erste, der auf der Grenze wohnt und der schließlich auf einem solchen Weg stirbt. Er stirbt auf dem flachen Land, weil ihm diese Menschen wichtig waren. Wer sagt ihnen das Evangelium? Distanz zur Welt, Kampf mit den bösen Mächten und Missionierung durch das Evangelium an alle. Das sind die Schritte, die Martinus uns lehrt. Das menschliche Teilen ist nur der erste Schritt. Ein wichtiger. Aber es folgen weitere. Wenn wir ihn feiern, heißt das, dass wir bereit sind, ihm nachzugehen.